So, einen wunderschönen guten Morgen. Ein letzter Blick hier im Hotel auf diesen wunderschönen Innenhof. Hier ist er nochmal. Ja, ein bisschen verschlafen noch, aber ja, irgendwie schade. Das ist echt schön hier, dass wir hier mal eine Nacht geblieben sind. Aber wer weiß, was wir noch so anderes Schönes entdecken. Also. Ja, das ist schon mal so richtig hier der Südstaaten-Look, muss ich mal sagen. Auch das ganze Hotel hier war einfach fantastisch. Gut, wir sind jetzt aus dem Paradies hier. Ja, es ist jetzt kurz nach 8. Wir checken jetzt aus und dann mal sehen, wo es uns heute hintreiben wird. Ich hoffe erstmal in Richtung Wasser. Also Golf von Mexiko sollte wohl machbar sein. Ja, auf geht's. Ja, erstmal Hände frei bekommen. Der Mann muss ja filmen. Ich hab doch schon aufgedrückt. Nee, hat er nicht. Ist nicht offen. Nix kann der. Hau ruck! Hau ruck! Ey Mann, ich muss den Griff finden, sonst kann ich das doch nicht quer da reinstellen. Und die Chips? Was damit? Du musst auch in den Kofferraum. Quatsch, nicht, dass jemand meint, dass ich nichts tun würde, aber ich war schon vor einer halben Stunde schon hier und habe schon mal die Koffer und die Taschen reingebracht. So, wollen wir erstmal sehen, wo wir jetzt langfahren müssen. Da haben wir dann ganz oldschool eine Landkarte, wenn man sich da am besten, also ich mich da am besten damit zurechtfinden kann. Besser als mit so einer Online-Karte, wo man gar nicht alles drauf sieht auf einmal. Wenn du rauszoomst, siehst du das aber alles. Und wenn du reinzoomst, kannst du es detaillierter sehen. In Mobile. Wir sind also ganz nah am Golf von Mexiko schon. Ich würde sagen, wir fahren jetzt entweder nach Theodora. Oder was heißt das? Theodora? Hier? Oder. Die sind ja fast schon in New Orleans. Lass doch direkt nach New Orleans fahren. Ich meine, obwohl das ist die gleiche Distanz wie. Montgomery und Mobile. Das ist nicht so weit. Also wir fahren auf jeden Fall erstmal jetzt hier an Richtung Wasser. Ja, hast recht. Und dann suchen wir uns eine schöne kleine Straße und werden dann heute Abend wahrscheinlich schon in New Orleans sein. Das ist der Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit schon sind. So, es ist wieder heiß. Es ist zu heiß und Hunger haben wir auch. Und hinter uns befindet sich Wendy's, klimatisiert und gutes Essen. Ja, und wir haben inzwischen den Bundesstaat Mississippi erreicht, sind auf dem Weg nach New Orleans, nachdem es mit dem Wasser nicht ganz geklappt hat, wo wir eigentlich hin wollten. Mississippi kenne ich eigentlich nur von, wie heißt es nochmal, Huckleberry Finn und... Das ist der Fluss Mississippi, genau. Ja, ja. Jetzt sind wir im Bundesstaat Mississippi. Und wie du schon richtig sagst, wir haben es jetzt, uns an der Zeit jetzt hier 10 vor 11. Wir haben Hunger ohne Ende und... für den Weg uns jetzt stärken, wie gesagt, in einem kühlen Restaurant. Mit einem fetten Burger. Aber da kannst du was drauf lassen. Also das sieht doch gut aus. Ja, Stefan hat auch ordentlich Ketchup dazu bestellt. Also, naja. Ich habe mir diesmal nur ein Double genommen, weil ich meinen Hunger gerade gar nicht richtig einschätzen kann, ob ich richtig hungrig bin oder einfach nur hungrig. Deshalb habe ich Dave's Double genommen. Finde ich sehr lecker, diesen Burger, weil er gut Käse drauf hat. Und das heißt, ja, das ist mein Double. So, und ich habe mir hier den Baconator bestellt in der leckeren Triple Version. Das sieht wirklich ganz fantastisch aus. Genau das Richtige für ein leckeres Mittagessen an einem so heißen Tag wie heute in einem klimatisierten Restaurant. Oh. Allein dafür lohnt sich immer schon so eine Reise in die USA, finde ich.
Nein, natürlich nicht, aber... Doch. Ja. Wir sind ja wegen anderen Sachen hier eigentlich, aber das ist noch der Hammer da nebenbei. Man muss es erlebt haben, um es zu verstehen. Die Frage, die sich mir gerade stellt, wenn ich mich hier so im Restaurant umgucke, sollen mir die Amerikaner jetzt leid tun oder soll ich jetzt neidisch auf die sein? Denn die können es ja jeden Tag haben, hier so ein leckeres Burger essen. Aber ich weiß nicht, ob die das dann immer noch so gerne mögen, wenn sie das gewohnt sind. Für uns ist es als Touristen ja was ganz Besonderes, diese ganzen Burgerketten auszuprobieren. Vielleicht was denkst du, Johnny? Also ich denke, dass es drauf ankommt. Also wir haben ja von Burgern auch nicht genug. Wir haben ja in Deutschland auch McDonald's, da kann ich ja auch so oft hingehen, wie ich will. Aber ich glaube, das kannst du auch jetzt sonst so vergleichen wie mit dem Bier zum Beispiel. Also Bier, davon kriegst du ja auch, kommt ja auch nicht wieder aus den Ohren raus. Das ist ja auch sowas, was du gerne magst. So ist stimmt. Auch hier mit den Burgern. Jetzt, wo du es sagst, ich hatte schon lange kein Bier mehr. Solange wir hier sind, noch gar keins. Aber man halt auch aufs Auto angewiesen ist. Ne? Ja, natürlich. Aber ich glaube, man würde als Amerikaner hier nicht so oft hergehen. Zumindest nicht so oft, wie wir es jetzt tun. Vielleicht ist es gut, dass wir nur als Touristen hier sind und dass immer uns darauf immer noch freuen, wenn wir hier so ein leckeres Lokal und so einen leckeren Triple Burger verspeisen dürfen. So, sind wir auch wieder draußen an der frischen Luft, sag ich mal. Es ist so richtig heiß, ist der Wahnsinn. Frisch ist hier gar nichts. Noch kühle Getränke mitgenommen. Wir haben jetzt, na gut, wir haben Mittagszeit jetzt gerade, aber ich schätze mal, es sind hier in der Sonne 35, 40 Grad. Hier geht gar nichts. Also, kein Lüftchen weht. Ja, dann immer schnell ins klimatisierte Auto. Ja, genau. Mit einem leckeren Getränk, wie gesagt. So, auf geht's jetzt nach New Orleans. Was ist hier gerade angesagt? Wir buchen jetzt ein Hotelzimmer in New Orleans und New Orleans war mir auch ein Begriff. Immer wenn ich Red Dead Redemption 2 gespielt habe, stand da immer dick und fett irgendwo New Orleans. So, jetzt haben wir gerade geguckt in New Orleans, welches Hotel besser gelegen ist. Da standen zwei bei uns in der Wahl und das eine hieß French Quarter, für das haben wir uns jetzt entschieden und das andere hieß Warehouse District. Und ja, dann habe ich French Quarter eingegeben. Ja, was sehe ich? Ich sehe Saint Denis von Red Dead Redemption 2. Ich muss doch gucken, ob es wirklich das ist. Ich glaube aber wirklich, weil es ist ja in New Orleans und das hat ja auch alles diesen Look gehabt. Also wäre echt cool und jetzt müssen wir nur noch bezahlen. Ja. Oh, wir hoffen, dass Johnny das hinkriegt da. Das ist das Tolle. Das muss ich mal sagen, ich liebe das, dass wir das alles so schön spontan machen. Dann bucht man eben auf der Fahrt, wenn man weiß, wo es hingeht. Über Booking.com machen wir das meistens oder fast, ja, eigentlich fast immer. Und das läuft bisher immer sehr gut. Hast du gebucht? Nee, ich muss Ihnen nämlich gleich noch was fragen, was wir aber nicht vor der Kamera besprechen. Was musst du denn fragen? Die Kartenprüfung machen. Das wäre nicht so gut. Da hast du recht. Ja? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Dann haben wir es mal jetzt. Ist gebucht? Ja. Ihre Buchung ist bestätigt. Perfekt. Ja, genau erkennen mag man es nicht. Erhöhtes Verkehrsaufkommen voraus aufgrund von Gefahrenstellen. Du befindest dich noch auf der schnellsten Route. Die schnellste Route ist aber nicht mehr schnell, denn hier ist eine Baustelle und danach ist die ganze Karte rot. Das bedeutet, dort stehen die Autos.
Und ja, normalerweise sind wir gewohnt, dann steht er vielleicht mal 10 Minuten oder wenn an schlimmen Tagen 20 Minuten. Jetzt steht er aber 1 Stunde 40 Minuten Verkehrsstau. Das ist natürlich eine Ansage. Scheiße, wollte ich sagen. Die mir den ganzen Tag verderben kann. Ja, wie spät haben wir es? 12:30. Jetzt noch doch noch wieder 2:11. Na super. Aber komischerweise sind wir gerade genau in der roten Stelle, aber hier steht noch gar nichts. Aber es ist. Oh Gott, ich habe den Burger geschmeckt. Was? Sehr interessant. So, jetzt haben wir mal Zeit, uns die schöne Gegend im Bundesstaat Mississippi anzugucken. Nicht so vorbeizuheizen, sondern die Schönheiten zu erkennen. Wie zum Beispiel, wie ich hier gerade sehe, so ein richtig schöner Tümpel, den wir sonst vielleicht gar nicht gesehen hätten, wer weiß. Ja. Tümpel. Hat nicht sollen sein, dass wir in New Orleans früh ankommen. Aber vielleicht haben wir Glück und es ist nicht ganz. Wir haben eigentlich immer Pech. Eigentlich haben wir immer Probleme. Es läuft nie etwas problemfrei. Tja. Überall, wo wir sind, gibt es Probleme. Gut, dass wir nicht überall sind. Ja, und bei dieser Gelegenheit sei nochmal die Annehmlichkeit einer Automatikgangschaltung nochmal hervorgehoben. Wenn man jetzt andauernd, wie in Deutschland, bei unserem Auto mit dieser Kuppelei bei jedem losfahren und dann wieder bremsen und dann geht es mal wieder in den zweiten Gang, das ist hier so einfach. Entweder man drückt auf die Bremse oder so wie jetzt, man rollt ein bisschen, einfach den Fuß von der Bremse nehmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gerne mache, aber es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer und deutlich stressfreier. Das muss man die ganze Zeit hier. Ja, man ist ewig am Gange mit Kupplung durchtreten, dann kriegt man schon fast wieder einen Krampf im Fuß. So muss man hier echt einfach nur sitzen, Fuß hoch, Fuß runter und hoffen, dass es möglichst schnell weitergeht. Also so chillen, soweit es möglich ist, weil chillig ist es ja eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Dafür können wir uns die Bäume hier mal richtig angucken, der Mississippi, Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Ja, inzwischen wissen wir auch, welche Automarke wir fahren. Das war uns ja am Flughafen, als wir das Auto in Empfang genommen haben, nicht ganz klar, weil ich dieses Zeichen zum ersten Mal gesehen habe. Die Marke heißt Acura. Die Marke sieht halt ein bisschen aus wie, also das Symbol sieht ein bisschen aus wie Honda, von Honda das Auto. Nur nicht, dass es ein H ist, sondern ein A. Ja, darum bisschen auch. Bisschen viel Fantasie, ein A. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, ich kannte das vorher gar nicht, diese Marke, aber im Hotel, wo wir dann unsere Automarke nennen mussten, da war sie bekannt. Also wir haben den Wagen auch ja schon öfters gesehen. Ich war ja erst ein bisschen am Meckern über das Auto, aber eigentlich muss ich mal sagen, ist das alles sehr okay, der fährt sich sehr angenehm. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass dieser Bildschirm, der hier ist, dass der ein bisschen klein ist. Aber sonst muss ich mal sagen, ganz alles gut. Nett. Ja, inzwischen ist es so weit, das Internet ist komplett ausgefallen, also jetzt ist wieder ein Balken da, aber gerade eben stand schon bei mir oben, also wo der Empfang angezeigt wird, nur SOS, also
Also Internet ist hier eine komplett tote Stelle, also komplett scheiße für den Stau, da man sich überhaupt nicht beschäftigen kann. Ich habe eine leichte Beschäftigung gefunden, sage ich mal. Ja, wir sind gerade hier echt im Nirgendwo und die erste Quelle für den Stau, die haben wir schon gesehen, das war ein LKW, der irgendwie rechts liegen geblieben ist und ich wollte schon nicht unterbrechen, aber es ist gerade jetzt zu sehen, die Stelle Nummer 2 für diesen Megastau ist ein weiteres Auto aus dem Staat Alabama und hier ist sie. Ja, das war wohl noch nicht alles, muss glaube ich noch was kommen. Ja, sonst würden wir ja nicht weiterhin stehen. Ich frage mich aber, was los ist, ob die so Probleme haben, hier die Autos wegzuschieben oder was jetzt eigentlich Sache ist, weil weiß hier keiner, oder? Ich wollte nicht unterbrechen, du wolltest gerade was erzählen, was du denn für eine Beschäftigung gefunden hast. Ja, ich habe Kopfhörer auf, ist nicht respektlos, weil bei denen kann ich einstellen, hier sind Mikrofone, da oben, ich höre alles hier, sogar Stefans Stimme sehr deutlich und dabei kann ich gedownloadete Musik hören. Ja, und ich habe die Beschäftigung, hier schön zu sitzen und Stop and Go zu machen. Gefahrenstelle auf, I10W in 800 Fuß gemeldet. Du befindest dich noch auf der schnellsten Route. Ja, jetzt noch zum Schluss dieses Megastaus hier eine Baustelle. Zu unserem Pech müssen alle Fahrzeuge von der rechten Fahrbahnseite auf unsere Fahrbahnseite. Es dauert also nochmal. Und dann kann es sein, dass der Stau sich langsam auflöst, wenn man zumindest dem Navigationsgerät trauen kann. Denn das Navigationsgerät sagt 4 Minuten. Nach 4 Minuten, genau. So, lass mal einen LKW freudigerweise durch und dann habe ich genug Leuten Platz gemacht. So, angekommen in New Orleans und angekommen in unserem Hotel. Also das Hotel sieht schon mal sehr schön aus und jetzt die Innenrichtung. Das ist auch der Zeit entsprechend, also schon wieder so ein coolen, etwas älteren Look, aber auch irgendwie auf eine moderne Art und Weise, also nicht, dass es heruntergekommen ist. Ganz im Gegenteil, als hätte man so eine kleine Zeitreise gemacht. Also die Betten sind auch wieder, oh, die sind wieder, da versinkt man richtig drin. Und der Bettbezug, das Bettbezug hat auch schon so ein Muster. Und Fernseher steht wieder auf so einem alten Möbelstück. Und hier drin, ganz modern, Kühlschrank. So, gehen wir weiter. Jetzt haben wir mal nicht mit dem Badezimmer angefangen, weil das ist ganz hinten. So, dann haben wir hier Bügeleisen, brauchen wir nicht. Einen Safe haben wir hier unten auch noch. Ja, Waschbecken im separaten Raum wieder. Ja, Dusche und Klo. Ganz simpel. Obwohl wir hier im Schatten gehen, es ist heiß und stickig, es weht kein Lüftchen, aber wir sind auf dem Weg zum French Quarter. Eigentlich wohnen wir schon im Best Western, was im French Quarter gelegen ist. Aber wir wollen das Zentrum des French Quarters auffinden und dafür müssen wir 8 Minuten zu Fuß laufen. Ja, das Einzige, was halt ein bisschen nervig ist, ist die Temperatur, aber ansonsten, ich würde sagen, noch geht's fit. Aber wir laufen ja auch erst 3 oder 4 Minuten. Verdient und gegönnt. Powerade. Die Hitze ist der Hammer. Bei mir gibt es Body Armor, habe ich zum ersten Mal gesehen, aber ich habe hier Peach und Mango gelesen. Also. Boah, genau sowas habe ich gerade gebraucht. Da kommt die Lebensgasse zurück. Das ist wirklich eine unbeschreibliche Hitze.
Obwohl wir im Schatten sind hier. Alles schon durch. Aber egal. Wir wollten das, müssen wir jetzt durch. Wir haben jetzt eine einigermaßen ruhige Stelle gefunden. Wir wollen mal eben zeigen, so ein Gang hier durch eine Straße sagt eigentlich mehr als 1000 Worte. Muss man einfach gesehen oder erlebt haben. Unglaublich. So, bei der Hitze gibt es erstmal einen Salat, einen Caesar Salad. Ich liebe diese Salatart. Und mit Chicken ist auch mit dabei. Und was gibt's bei Johnny Leckeres? Wie es heißt, weiß ich nicht, aber es sah lecker aus auf der Karte und ganzen Burger konnte ich mir jetzt nicht reinstopfen, weil, ja, ich kenne das Problem, ich hatte früher mal so Karamellbonbons gegessen, da habe ich so viel davon gegessen, dass ich irgendwann nicht mehr mochte und wenn ich jetzt gerade keinen Hunger auf Burger habe, habe ich Angst, wenn ich mir einen Burger reinstopfe, dass ich keine Burger mehr mag, weil ich liebe Burger. Das hier, sieht auch ganz lecker aus. Und einen Burger haben wir heute auch schon gehabt. Ja, wo sind wir hier? Wir haben es geschafft, McDonald's endlich was zu essen. Warum ich am Handy bin? Ich poste auf meinem Instagram-Account immer so Essensbilder, also eigentlich so gut alles, was wir uns angucken. Und das darf natürlich auch nicht fehlen, das ist ja was für mich auch was Besonderes. Lädt hoch. Ich habe mal was Neues ausprobiert. Irgendwie so ein Burger mit Jalapenos. So sieht er aus. Kann man es erkennen? So. Ja, McDonald's halt. Nichts Besonderes, aber es schmeckt und Getränke kann man sich zur Führung, wie man will. Und bei dieser Hitze, die wir haben, ist ja auch schön kühl drin.
Wollen wir gleich mal sehen, ob wir nicht mal den Mississippi langsam mal so richtig vor die Augen bekommen, dass wir richtig mal anhalten und den mal irgendwo, ja, genau betrachten können. Würde mir sonst sehr leid tun, wenn wir das nicht hinkriegen. Halbzeit. Kunden. Ach, es gibt deutsche Karten hier. Das tun wir uns natürlich lieber an als... Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier beim, wie heißt das nochmal? Oak Alley. Was? Oak Alley. Oak Alley, genau. Das ist also dieses sehr bekannte Plantagenhaus. Und auch die Plantage ist hier. Also wir können jetzt das alles hier besichtigen. Der ganze Spaß kostet natürlich Geld, und zwar nicht wenig. Wir haben mal eben $40 bezahlt dafür. Kleingeld. Aber das ist mir jetzt völlig egal. Ich wollte hier immer schon herkommen, und ich finde es jetzt schon, was ich hier sehe, atemberaubend. Jetzt gehen wir hier auf diesem berühmten Weg, den man schon in so vielen Filmen gesehen hat. Also ich fange gerade nicht so viele ein. Auf jeden Fall ein Interview mit einem Vampir wurde hier gedreht. Ja, mehr fallen wir echt gerade nicht ein. Red Dead Redemption halt, ne? Red Dead Redemption 2 hier sind. Bei dieser einen Mission, wo Jack Marston da entführt wurde und die ganze Vanderlinde Gang dann halt in die andere Richtung. Wir laufen ja gerade von weg, wo man da so richtig cool in einer Reihe in die Richtung gelaufen ist und das Haus dann am Ende niedergebrannt hat. Also echt geil. Wir laufen übrigens gerade nur in die Richtung, weil ich hier ein perfektes Foto machen möchte. Wir laufen hier auch lang, weil ich hier immer schon mal lang laufen wollte. Wir hatten gerade eine Besichtigung in dem Gebäude drin, und ich muss schon sagen, das muss ja echt schon ein paradiesisches Leben sein, hier gewohnt zu haben. Ich meine, allein jetzt gerade schon gemütlich mit den Stühlen hier und dann die ganzen Gärten, die hier haben, das ist ja... Man sagt ja, früher war immer alles ärmer als heute, aber wie man sieht, es ging auch anders. Also so wohlhabend hätte ich es manchmal auch gern. Natürlich hatten nur die Hausherren oder die Hausherrfamilie ein gutes Leben. Die Sklaven hier, glaube ich, eher nicht. Ich gucke uns dann nochmal an, wie die Sklaven hier gewohnt haben. Aber ich finde es auf jeden Fall total interessant, auf diesem... Ja, das ist ein denkwürdiges Gelände, würde ich sagen, oder ehrwürdiges Gelände auch, dass man sich hier so frei bewegen kann. Und es ist in einem ganz tollen Zustand gehalten. Natürlich ist für mich das Hauptinteresse ist eben dieses Haus und diese Allee. Und wie ich gerade gelesen habe, ist hinter dem Deich, den man hätten vielleicht sehen kann, der Mississippi. Thank you.
So, jetzt gibt es erstmal eine kurze, kleine, kühle Erfrischung. Eine Limonade mit Mintgeschmack angeblich. Oh ja, ja, wirklich lecker. Johnny, was meinst du dazu? Erfrischend und lecker. Genau das haben wir gerade gebraucht. Also es ist wirklich, die haben mir selber gesagt, die Guides, die ganze Zeit Wasserflasche bei sich führen, weil es heute extrem warm ist. Aber wir sitzen ja hier unter so einem Gebläse oder was? Ventilator. Ventilator? Ist, die Dinger stehen doch immer. Die können auch hängen. Ich meine, wir haben ja 36 Flaschen Wasser im Auto. Nee, eine habe ich schon ausgetrunken, 35 noch. Aber ich bin jetzt auch zu faul, ehrlich gesagt, zum Auto zu gehen und dann das von der Sonne angewärmte Wasser zu trinken. Dann lieber so eine eiskalte Limonade hier mit dem Oak Alley Emblem auf dem Becher. Wir laufen schon wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, wir nähern uns hier den, das ist jetzt alles nicht wirklich alt, das ist jetzt nachgebildet, weil es wahrscheinlich schon alles zerstört wurde. Ja, wir nähern uns jetzt hier den Sklavenhäusern, weil das ist ja eine Plantage damals gewesen. Und wie ich sehe, das sind ja Nachbildungen, man kann auch in die Gebäude rein und das Ganze mal von innen betrachten, wie das Leben als Sklave hier früher gewesen sein muss. Auf jeden Fall, ich zeige das Ganze mal kurz. So sieht das Ganze hier aus. Ich muss berichtigen, rein kann man nicht, weil hier so eine Absperrung ist, diese Stange hier. Aber man kann die Treppe hochgehen und dann einen Blick hineinwerfen. Ja, da jetzt natürlich alles neu gebaut ist, sieht es natürlich wahrscheinlich schöner aus, als es früher ausgesehen hat. Also vor allem eigentlich so, wie es damals gewesen sein muss. Ja, ja, aber nicht, wie es heute dann ausgesehen hätte. Ist schon heftig. So, wir haben doch noch einen Weg hineingefunden. Ob man somit jedes Haus betreten kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist draußen so eine Art Terrasse, wo man rauf kann. Und dann kann man hier rein und hier sind noch bestimmte Werkzeuge noch und Erklärungen dazu. Erklär uns mal was, Stefan. Okay, das ist doch selber. Ich kann es jetzt irgendwie. So war es halt. Da. So, sitzen wir da im klimatisierten Auto. Und fahren jetzt gleich über eine Brücke, die wirklich sehr schön aussieht. Und zwar über den Mississippi. Und ich weiß ja nicht, ob es mehreren Leuten so geht wie mir. Wenn ich an den Mississippi denke, muss ich auch immer gleich an Tom Sawyer und Huckleberry Finn denken. Oder an diese Dampfer, ne? An die Mississippi-Dampfer, ja genau. Ja, das ist halt von früher noch so drin, von den Hörspielen. Und ich bin sehr froh, dass ich den Mississippi diesem Urlaub zum ersten Mal in meinem Leben sehen kann. Wir haben es echt geschafft, zwei Sachen. Erstmal einen Ort zu finden, wo ein bisschen der Wind weht. Und dann haben wir einen Ort gefunden, den Mississippi mal zu erblicken. Und dieser Ort hier, wie man den ausspricht, ich vermute mal, man spricht ihn französisch aus. Also würde das für mich heißen Beton Rouge oder nach Johns Theorie. Ich habe gar keine Theorie, ich weiß nicht, wie es heißt. Also ich hätte jetzt, also das Navi hat immer Baton Rouge gesagt. Ich habe es jetzt einfach so, wenn ich
nicht drüber nachgedacht habe, habe ich gesagt Baton Rouge, aber die Theorie habe ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ist ja eigentlich auch egal. Wir haben jetzt so einen Ort gefunden hier. Ich meine, die meisten Bremer sprechen Bremen ja auch falsch aus. Wie sagst du? Bremen? Ja, ich sage auch Bremen. Ja, man sagt Bremen. Man muss ja Bremen sagen. Ist auch egal. Ja, auf jeden Fall ganz hübsch groß dieser Fluss. Der Mississippi, ganz schön breit. Ja, und weil heute Sonntag ist, parken wir heute mal kostenlos. So schnell können mal Wünsche in Erfüllung gehen. War immer schon so ein Wunsch von mir, hier an diesem Fluss mal zu stehen, am zweitgrößten Fluss Nordamerikas. Und der Mississippi ist ungefähr 3700 Kilometer lang und mündet da, wo wir gerade herkommen, nämlich bei New Orleans im Golf von Mexiko. So, und da die Hitze schon wieder unerträglich wird, gehen wir jetzt ins Auto und fahren erstmal wieder ein bisschen Strecke. Heute geht es Richtung Texas. In Richtung Texas. Noch nicht in den Staat rein, glaube ich. Das schaffen wir nicht so ganz. Das glaube ich auch nicht. Mal gucken. Egal was für uns jetzt heiß war, jetzt ist der heißeste Punkt dieses Urlaubs. Wir sind bei 101 Grad Fahrenheit. Und das ist bisher der höchste Wert, den wir hatten. Es könnte aber noch wärmer werden. Warte, ich gucke jetzt mal nach, wie viel das ist in Celsius. Das wird so an die 40 Grad auf jeden Fall sein. Ja, ja. Mal gucken. 101 Fahrenheit in Celsius. Nebenbei gesagt, nähern wir uns so langsam aber sicher dem Bundesstaat Texas. Was glaubst du, wie heiß ist das? Ja, knapp unter 40. Na Stefan, einen Versuch hast du noch. Ja, eine Zahl. 38 Grad. Falsch. Was denn? 38,333 Grad Celsius. Damit bist du eigentlich fast sehr nah dran. Ja, würde ich sagen. Na gut. Wollen wir mal das Fenster aufmachen und mal spüren, wie 38 Grad sich anfühlen. Okay. Alles festhalten. Ja, wie ein Föhn. Oh, mach das zu. Boah. Scheiße, das ist dumm. Jetzt ist es voll heiß hier drin. Ja, kühlt gleich wieder runter. Aber ganz schön heiß. Die Luft auch. So, wir sind mal angehalten zwischendurch. Ja, wo wir sind, keine Ahnung, wie das hier heißt. Hier ist so ein Petrus Travel Center. Wir haben ganz viele Leute gesehen, die unterwegs eine Reifenpanne hatten, dass die Reifen platzen bei der Hitze. Wir wollen mal gucken, wie heiß unsere Reifen sind. Und Johnny macht jetzt einen ultimativen Reifentest. Indem ich die Reifen anfasse. Boah, draußen ist schon heiß. Oh. Kurzen Moment.
Warte. Verbrennen werde ich mich ja wohl nicht, oder? Ich weiß es nicht. Warm. Gut, die Reifen gehen noch. Trotzdem müssen wir mal eine kurze Pause machen jetzt. Es ist einfach sonst zu anstrengend. Wir haben jetzt echt schon ganz gut Kilometer oder Meilen abgespult. Wir gehen mal hier rein. Das hält man hier draußen wirklich nicht aus bei 38 Grad. Mal sehen, was es da drin gibt. So, es ist hier ein Ziel von mir in diesem Urlaub, mir in Texas einen Cowboyhut zu kaufen. Wir sind jetzt zwar noch nicht in Texas, aber hier gibt es schon mal so Anprobiermodelle. Also natürlich ein viel zu billig. Ich will ja einen aus Leder haben. Das ist ein Cowboy-Sonnenhut. So, wie sieht damit aus? Cool, oder? Aber das sind solche Dinger. Immer noch bescheuert, ein bisschen besser. Ja, die hat man früher bei uns zum Fasching getragen aus diesem Stoff. Aber wir kommen langsam der Sache näher. Erzähl doch mal die Faschingsgeschichte. Du durftest doch kein Cowboy sein. Ach Mensch, ja, ich musste früher als Zwerg gehen. Ja, beim Fasching. Natürlich war ich der einzige Zwerg. Der Rest war Cowboy und Indianer. So, und zum Wachwerden. Bei der Hitze gibt es erstmal zwei Sachen. Einmal habe ich hier so einen tollen Sender gefunden mit so einer ganz tollen Musik, die man hier hört. Hier, mal. Copyright. Ja, das hören die hier. Kajun heißt das, glaube ich. Copyright. Lass mal eben laufen. Ja, voll cool. Höre ich total gern sowas. So, und dann habe ich mir hier zum Wachwerden einen Red Bull geholt. Peach Nektarine. Und mal sehen. Was hat Johnny sich geholt? Ja, hier ist zwar noch ein Red Bull drin, aber den habe ich auch Stefan rausgesucht. Ich habe ihn beraten, was es hier in Deutschland nicht so häufig gibt. Ich habe mein Wasser, das reicht mir aus. Süßes Zeug kann ich mir gar nicht geben. Und deshalb gibt es 4 Twinkies. Was ja nicht süß ist, zum Glück. Zum Trinken. Auf jeden Fall ist das ganz lecker, das Zeugs hier. Und verleiht Flügel wahrscheinlich wie in Deutschland. Bräuchten wir ja kein Auto. Und macht hoffentlich richtig wieder wach. Denn, also wie gesagt, man ist schon ein bisschen auch durchs frühe Aufstehen vielleicht und dann durch die Hitze ein bisschen, was soll ich sagen, nicht mehr so konzentriert. Lecker? Ja, Twinkies. So. Inzwischen haben wir 102 Grad Fahrenheit und wir sind angekommen jetzt im Bundesstaat Texas. Und Johnny hat eine Mall hier ausgesucht, die heißt Parkdale Mall. Und wollen wir schon einkaufen gehen oder schon gucken auf jeden Fall und mal sehen, was es hier so alles gibt. Hoffentlich Klimatisierung. Ja, auf jeden Fall. Rein. Ja, rein. So, ja. Ich hoffe, das sah cool aus. Habe extra die Sonnenbrille aufgesetzt, um sie mir abzusetzen fürs Video. Ja, wir sind jetzt in einer Mall und was auch interessant immer daran ist, hier durchzugehen, man sagt ja, die Kultur ist ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber die Kultur zwischen Deutschland und Amerika ist gar nicht so unterschiedlich. Aber die Trends sind es auf jeden Fall und somit halt auch die Sachen, die man hier einkaufen kann. Und das ist immer sehr, sehr interessant. So lange hat es nicht gedauert, habe schon was gefunden. Einmal ein T-Shirt, was ich mal so ähnlich hatte oder fast genauso vor vielen Jahren bei Old Navy. Gute Erinnerung auf jeden Fall oder an diesen Urlaub. Und dann noch hier, dieses hier finde ich total klasse. Dieses hier. Also, ja. Hat sich schon mal gelohnt, der Besuch in der Mall, die John ausgesucht hat. Mal sehen, was noch so alles kommt. So, wir haben ja zu Hause so eine Sammlung von Nummernschildern, amerikanische. Da habe ich gleich mal hier in Texas ein Original License Plate geholt. Für 7 Dollar, was soll das heißen? Und wie unter 8 Dollar auf jeden Fall. Das ist echt ein Schnäppchen und ist ein echtes auf jeden Fall. Super. Die Mall, die John ausgewählt hat, ist wirklich gut. Ja, nachdem
für mich erfolgreichen Einkaufsbummel müssen wir nun uns um eine Unterkunft für heute bemühen. Und da hat John schon was rausgefunden, wie ich gesehen habe oder gehört habe gerade. Ja, bei uns ist ja immer am wichtigsten, dass wir zwei Betten haben. Das sind dann auch zwei, dass es zwei Queen-Size-Betten sind wichtig, damit man gut Platz hat. Und ja, ich wähle hier gerade das Zimmer aus. Ist jetzt schon reserviert und... Und wie ich gerade hörte, ist es ein Holiday Inn Express. Und Hotel and Suites, Beaumont, ja. Northwest. Eine Suite, wirst du dafür das Geld nicht kriegen. Aber wir kriegen morgen auf jeden Fall ein Frühstück. Das ist schon mal viel wert. Ja, das ist schon mal gut. Wollen wir gleich mal sehen, wie dann die Roomtour ausfällt. Ja, der ist zu klein. 6,5 ist zu klein. 6,5. Wo stehen denn hier die Größen? 6,5. Das ist hier 7,5. Oh, zu klein. 240 Dollar, also ein bisschen überteuert. Aber nur ein klein wenig, oder? Für mich jetzt zumindest. Auch 200 und. Das ist nicht so im Budget für so ein Korb gut einbehalten, aber ich werde schon was finden. Zum Not nehme ich diesen hier. Das war ja auch 7,5. Ja, der ist ein bisschen groß, oder? Wollen wir mal gucken. So würde das gut sein. Wie sieht das aus? Boah, gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist doch schon nicht klar. Also den ist schon mal eine engere Wahl. Es ist schon echt schwierig. Der hier sieht echt geil aus, ist aber komplett aus Stoff. Also den kannst du komplett wiegen. Der hier. Schon etwas besser. Aber es ist halt so, dadurch, dass es hier so heftig gebogen ist, sieht es meiner Meinung nach hier zu nackt aus. Die Brille sieht auch scheiße aus. Hat aber auch irgendwie was, was so komplett gar nicht dazu passt. Ich glaube, das hier ist mein Hut. Das Ding ist, ich habe auch so ein Problem. Ich könnte nicht so einen braunen Hut, ist natürlich so voll cool, wie Stefan den hat. Aber ich bin so ein Typ, der muss immer, wenn er was Cooles gefunden hat, ich kann das entweder nur in weiß oder in schwarz kaufen. Ist so ein Tick von mir. Ja. Aber wäre schon mal geil. Vor allem, wenn das Preisschild ab ist. So, es hat geklappt. Jetzt haben wir uns auch einen echten Hut gekauft. Also nicht so ein richtig billiges Teil, sondern der schon ein bisschen besser. Und hast du nicht Angst, dass du irgendwie schräg angeguckt wirst, wenn du so einen Hut drauf hast? Nö. Sieht doch voll bescheuert aus. Ja, es ist auch nur, nur Gewöhnungssache. Mit der Brille sieht es bescheuert aus, ne? Nein, mein so, Ziel. Wir haben es bezahlt für alle beide Hüte, 184 Dollar. Ich wollte es immer schon haben, habe ich schon immer geärgert. Ich find's auch blöd, wenn man sich jetzt in Florida so einen Hut kauft. Ich wollte schon immer mal diesen Move machen. Und so sind wir jetzt in Texas und da passt das auch. Jetzt habe ich eigentlich so ein Ding. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt gibt's nur noch einen Weg und zwar zum Hotel. Und ich merke schon, der Hut ist ganz geil bei der Hitze, dass man nicht die Sonne ins Gesicht kriegt. Also hat schon seine Berechtigung, so ein Hut, finde ich. Die Brille geht aus weniger, die würde ich absetzen. Du siehst aus wie jemand, der eher einen Esel reiten würde als ein Pferd. So. Eingecheckt. Jetzt geht's los mit der Roomtour. Bin erstmal noch ein bisschen freundlich und mach Stefanie den Platz frei. Damit wir hier gleich, wie immer, damit wir jetzt anfangen können mit der Roomtour, wie immer im Badezimmer, welches diesmal wieder gut geräumig ist. Großer Spiegel, beleuchtetes Waschbecken hier unten und dann drin eine Toilette. Ich kann ja einmal, ich weiß nicht, ob es so appetitlich ist, viele sagen, sie gucken mal beim Essen, aber die Spülung kann ich ja einmal demonstrieren, ist ja immer sehr cool. Guck jetzt. Normalerweise geht das noch ein bisschen mehr ab, keine Ahnung, vielleicht weil jetzt nichts drin war. Nee, ja, Dusche und Badewanne haben wir natürlich auch. Dann geht's weiter, hier haben wir eine Mikrowelle, Kaffeemaschine, brauchen wir wohl nicht.
Dann, was haben wir hier? Kleiderschrank mit einem Safe drin. Das erste Bett, wirklich schön groß. Gegenüber davon Fernseher, der komischerweise gerade angegangen ist. Noch ein Schreibtisch, Klimaanlage und ein Stuhl. Ja. Da drüber ist eine Lampe. Hätte man ja immerhin anmachen können, aber Vorbereitung gibt es hier nicht. Ich würde sagen, nachdem ich jetzt meine Schuhe dann ausziehe, mache ich jetzt erstmal ein kleines Nickerchen. Wie geht das? So. Ja, endlich der erste Pool in diesem Urlaub. Und das sogar in Texas, dem Ziel, wo ich dachte, dass wir dafür sehr viel länger brauchen werden, es zu erreichen. Wir sind ja am Mittwoch losgeflogen und heute ist Sonntag und wir sind schon da. Wir hatten heute 38, 39 Grad im Schatten. Das Wasser hier ist ungefähr ja, genauso. Es ist keine Erfrischung, es ist einfach nur vielleicht 2, 3 Grad kälter. Macht aber nichts, trotzdem angenehm, wie in der Badewanne. John, der wollte noch nicht mitkommen, der wollte sich noch ein bisschen in der Kühle des Hotelzimmers ausruhen. Hat er zwar heute schon den ganzen Tag gemacht als Beifahrer im Auto, aber es ist ja Urlaub, egal. Ich denke, wir essen gleich noch was. Ja, ich bin schon gespannt, was das werden wird. Es wird hier in der Nähe fast alles angeboten. So, zum Abendessen haben wir uns entschieden, dass wir uns was einkaufen und mit auf Hotelzimmer nehmen. Es gibt bei mir wieder mal diesen leckeren Southwest-Style-Salat. John hat sich Wassermelone geholt, bei der Wärme natürlich sehr erfrischend. Und ja, dieses hier, so ein Family Pack von den Twinkies. Ich kenne das gar nicht. Aber John hat sich heute davon ja so zwei Stück gekauft. Zwei Pakete, zwei Stück. Hat dafür über 5 Dollar bezahlt. Und das ganze Paket mit 16 Stück kostet auch nur 5 Dollar. So, jetzt noch was zu trinken und dann noch ein bisschen rumstöbern und dann fahren wir zurück zum Hotel. Ja, ich könnte echt stundenlang hier rumstöbern, sag ich mal, was die für geile Sachen haben. Ein Terminator, so eine Figur. Ja. Dann kann man die Köpfe austauschen. Selbe mit E.T. Ja, der sieht auch richtig, richtig gut aus. Also gibt's auch in einer anderen Form. Zum Gremlins gibt's auch. Die Dinger haben echt was, die Figuren, muss ich mal sagen. Also schon Ewigkeiten her, als ich diesen Film zuletzt geguckt habe. Ja, ja, man kann nicht alles kaufen. Hier kann ich Stefan nicht beim Einscannen helfen, weil das darf ich hier erst mit 21 berühren. Richtig. Also es blinkt da oben was, weil das Bier irgendwie muss einer checken, ob ich auch schon 21 bin. Wohl eher 121. So, jetzt werden wir, oder werde ich wie immer, die ganzen Dateien, die wir heute aufgenommen haben, hier auf den Laptop überspielen. Dann haben wir auf eine Festplatte zur Sicherheit. Jetzt werden wir unseren Salat essen und Wassermelone, was John sich gekauft hat. Ich wollte mal eben dieses Bier probieren. Lone Star, das ist laut Aufschrift ein nationales Bier aus Texas. Das zweite Bier für mich in diesem Urlaub. Mal gucken, wie es schmeckt. Ja, kann man ganz gut trinken. Cool. Bier aus Texas. Einen wunderschönen guten Morgen. Der erste Morgen in Texas beginnt mit einem Frühstück und zwar mit köstlichen, frisch gebackenen Pancakes.
Ja, bei mir, da es am ersten Urlaubstag schon so gut geklappt hat, wo wir in unserem ersten Hotel waren, Gebäck. So, zweiter Gang, ein Biscuit, lecker gebratener Speck und Rührei. Und dazu ein kalter Orangensaft. So, eine Sache hat ja noch gefehlt. Ich habe mich ja ein bisschen inspirieren lassen von dem alten Hotel, das erste, wo wir waren. Und da gab es ja auch Joghurt. Pfirsichjoghurt gab es ja jetzt nicht. Es gab, glaube ich, Erdbeere, Himbeere und Blaubeere. Ja, probieren wir mal. Die Konsistenz vom Joghurt ist ja in Amerika ganz anders, aber nicht schlechter. Sogar, ich würde sogar sagen, besser. So, wir sind abreisefertig nach dem guten Frühstück. Geht's jetzt weiter im Staat Texas. Heute in Richtung Houston erstmal. Ist gar nicht mehr so sehr weit. Ja, so viel kann ich dazu gar nicht sagen. Texas ist eher Stefans Gebiet, der hat sich damit schon mehr befasst und ich entdecke das alles erst, nachdem Stefan mir das Ganze zeigt. Ich entdecke es aber auch gerade erst. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Ich bin echt gespannt, was wir noch alles hier so erleben werden. Gut, fahren wir erstmal los. Man will ganz einfach tanken, ohne Probleme geht hier gar nichts. Stefans Karte ist reingesteckt, steckt aber fest. Und jetzt ist Stefan im Laden drin und steckt fest. Jetzt hat er John mal dran gezogen, jetzt ist die Karte auch draußen. So, nachdem die Karte jetzt befreit ist, sollen wir einmal rumfahren zur anderen Tanksäule. Da wird es dann wahrscheinlich funktionieren. Abenteuer Texas. So, remove. Nehmen wir das hier. Das. Achso. Vor dem Einfüllen bitte öffnen. Und es läuft. Gar nicht mal so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Immer ein Abenteuer, das Tanken. Aber bisher haben wir jedes Abenteuer gemeistert. Sogar dieses hier in Texas. So, und wir hatten ja das Problem am Anfang des Urlaubs gehabt, dass beim Tanken so viel Geld vorgemerkt wurde auf der Kreditkarte. Das ist hier jetzt auch schon wieder so, aber $175. Das ist aus Sicherheitsgründen für die Tankstelle gemacht. Das ist schon irgendwie ganz logisch. Aber der Schreck, den wir damals hatten, ich weiß nicht mehr, wo das genau war, das ist so ein Roadtrip, da vergisst man wirklich die Tage, der sitzt mir heute immer noch in den Knochen. Naja, der größte Schreck war ja, dass es beim ersten Tanken haben wir es verdrängt, beim zweiten Tanken haben wir so gemerkt, so, das ist bei jedem Tanken so. Und wenn wir bei jedem Tanken so viel Kohle bezahlen müssen, dann sind wir irgendwann pleite, und zwar bevor der Roadtrip zu Ende ist. Texas immer so Wüste, paar Kakteen, so habe ich mir das eigentlich immer vorgestellt. Aber jetzt sind wir fast in Houston, die Hauptstadt und auch die größte Stadt von Texas. Und das ähnelt dann doch schon eher L.A., oder? Von der Skyline auf jeden Fall, sehr imposant, muss ich mal sagen. Die Hochhäuser, die man hier gerade sieht. Und vom Verkehr her, 1, 2, 3, 4 Spuren, also das geht noch so gerade. Aber ich bin ja eigentlich, muss ich sagen, auf diesen Roadtrips auch lieber in einer einsamen Gegend, nicht in diesen Großstädten. Aber ich glaube, wenn man schon mal in Texas jetzt gerade mal ist, da muss man auch in Houston wenigstens mal durchgefahren sein oder mal, ja, das muss man zum Beispiel mal gesehen haben. Sonst würde einem vielleicht später
in Erinnerung was fehlen irgendwie. Aber ich bin mal gespannt, brauche jetzt noch 5 Minuten, bis wir da sind, ob wir da überhaupt irgendwo aussteigen können. Keine Ahnung. Ich hoffe es. Bei mir ist es aber trotzdem so ähnlich wie in Steffen. Ich mag zwar auch die, diese ja, Orte, wo jetzt nicht so Großstadt ist, aber Großstadt und so finde ich auch echt geil. Und ja, ich meine, wir kommen aus Bremen. Viele sagen zu uns ja schon Großstadt, aber wenn du dann mal in Berlin oder Frankfurt bist, dann merkst du, Bremen ist eigentlich auch ein kleines Kaff. Und ja, das ist natürlich was ganz Geiles, in Los Angeles oder jetzt gleich in Houston zu sein. Dran an der Downtown und es wirkt immer größer. Ich habe also, das ist eine Mischung aus, keine Ahnung. Ich bin erstaunt. Sei mal ehrlich, kommt die Höhe der Gebäude an New York dran, Stefan? Nee, ne? Wie du vielleicht siehst, muss ich mich jetzt gerade konzentrieren, kann diese Frage ja an New York. Also ist auf jeden Fall schon mal riesig. Also es ist, ich glaube, die Downtown hier ist größer als die in LA. Da müssen wir auf jeden Fall mal links abbiegen. Aber erstmal hat Stefan hier Probleme. Immerhin haben wir es geschafft, jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. Jetzt fahren wir in die Häuserschluchten hinein. Kannst du die Kamera mal umdrehen? Sieht schon heftig aus. An der Ampel links abbiegen auf Arkby Street, dann Ankunft am Ziel. So. Die ersten Schritte in der großen Stadt, in der Hauptstadt von Texas und sogar mit Hut. Ist ein bisschen ungewohnt, aber ich habe mir das auch vorgenommen und ich finde es irgendwie auch völlig genial. Und da uns keiner hier blöde anguckt, ist das für mich ein Zeichen, dass das völlig normal ist. Eine Hitze ist es natürlich. Wir haben jetzt ein Parkhaus gefunden, wo wir $14 bezahlen müssen für bis zu 2 Stunden oder was weiß ich wie, mit 2 Stunden, so lange bleiben wir sowieso nicht hier. Das muss man erstmal angucken, ja, wie das hier so ist in der Hauptstadt. Ja, hohe Häuser. Warum liegt da ein Handy? Aufgrund dessen, dass Stefan eine Bewegbildproduktion in Zeitraffer erstellen möchte. Richtig.
Und wenn es was geworden ist, dann kommt das Ganze nämlich jetzt. So, aufgrund der Hitze und dass wir hier wenig Aktivität finden, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, mit dem Auto weiterzufahren. Wohin eigentlich? Houston war ja unser Hauptziel. Das war, ja, weiß ich auch noch nicht. Aber hier, weiter westlich auf jeden Fall, Richtung mexikanische Grenze. Richtung natürlich nur. San Antonio, das ist eine Stadt, weil richtig viel berichten können wir beide darüber auch leider nicht. Ja, gerade deshalb habe ich mal bei Google San Antonio angegeben und ja, da waren erstmal richtig viele schöne Bilder von so einem Gewässer, also so ein Fluss, der durch die Stadt fließt, dann sind da so Brücken und ganz nett noch so kleine Restaurants drumherum, also so ein bisschen Schlachte-Feeling und dann dachte ich so, ja, das müssen wir unbedingt sehen. Und ich habe ein gutes Hotel gefunden, was sogar am Riverwalk, so heißt das Ganze, liegt. Und das Ganze wird jetzt gebucht. Ist sogar noch runtergesetzt gerade. Ich muss jetzt gerade das Zimmer auswählen. Reservierung hat schon einmal geklappt. Jetzt muss ich nur noch bezahlen. Ich gucke mir aber lieber alles zwei- und dreimal durch, nicht, dass man irgendwas Falsches macht und sich dann im Nachhinein ärgert. So. Und jetzt ist das Zimmer gekauft. Gebucht? Ja, gebucht. Wohnen wollen wir da nicht, nur eine Nacht. Ja. Da hat Stefan mir einen Schrecken eingejagt, während ich auf Hotelsuche war. Nein, erstmal, das ist kein LKW, der rückwärts fährt. Und zum Glück auch keiner, der auf uns zufährt, sondern ja, der LKW hat irgendwie noch eine andere Kabine dran, oder? Oder wie ist das? Der wird abgeschleppt. Ja, abgeschleppt. So, ich gucke auf mein Handy. Stefan schreit, Achtung, zeigt mir den Finger hin, ich gucke da hin. Ich dachte wirklich, jetzt ist es zu Ende, weil so ein LKW hat mehr Kraft als so ein Acura. Ja, man kann aber auch nicht lange da hinterher fahren, weil man ständig irgendwie glaubt, ja, im Gegenverkehr zu sein. Kannst du noch mal zeigen, wir überholen jetzt gleich mal. Wenn wir gleich der nächste überholen jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Gerade, jetzt sieht man es gleich. Sah das Ganze aus. Hat Stefan entdeckt. Ja. Wenn wir jetzt so weiterfahren würden, wie wir jetzt fahren, sind wir in ungefähr 90 Minuten in San Antonio, unserem heutigen Zielort. Und es ist hier sehr viel ländlicher geworden jetzt. So habe ich mir Texas eigentlich vorgestellt. Von der Interstate aus sieht man links und rechts eingezäunte Farmengebiete mit Rindern und schönen Farmhäusern, ja, und überall schöne grüne Natur, richtig herrlich, so, ja, habe ich mir das, wie gesagt, vorgestellt. Ja, ich dachte mal, Texas wäre bloß Wüste. Wir sind vor ungefähr eine halbe Stunde vor unserem Zielort, aber wir haben jetzt einfach Hunger und wir haben auch wieder die 103 Fahrenheit Grenze überschritten oder erreicht, besser gesagt. Ja, wir essen erstmal eine Kleinigkeit bei Chili's. Da waren wir schon mal in Orlando gewesen. Ja, war sehr lecker. Und ich glaube, letztes Mal haben wir uns gefragt, was das Ganze mit Chili zu tun hat. Oder? Das war wirklich scharf, war es dort nicht, aber es war sehr, sehr lecker, das weiß ich noch. Also, ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein, ne? Ja, wir sind drin.
Getränke haben wir schon, gerade Essen bestellt und ich habe schon richtig Bock. Ich habe mir so einen richtig geilen Burger bestellt. Wie der heißt, weiß ich nicht mehr. Aber mit Jalapenos und Avocado-Zeug drauf, also alles, was das Herz begehrt. Hoffentlich auch viel Käse. Und ich habe ihn verdoppelt. Das ist so ein Angebot. Man kann dann so noch einen Double Burger draus machen. Jetzt habe ich zwei Beef und großen Hunger habe ich auch. So, und ich habe mir so einen Bacon, wie heißt der nochmal? Bacon Rancher Burger bestellt. Sieht sehr köstlich aus. Das hier ist Johnny's Burger. Ja, habe ich gerade ein B-Wheel von gemacht. So, jetzt lasse ich mir den lecker schmecken. Erstmal die Pommes probieren. Ich verstehe nicht, was Stefan davon hat, dass es bei McDonald's die besten Pommes gibt. Ja, und das Geniale ist ja, dass man immer so Refills bekommt. Hier ist schon mein nächster, obwohl ich den ersten noch gar nicht aus habe. So, und zu den Pommes muss ich sagen, natürlich sind solche Pommes besser als die von McDonald's, aber von so einem Fast-Food-Pommes sind die McDonald's-Pommes für mich am allerbesten. Wenn die schön heiß sind, die sind schön dünn und dürfen auch nicht zu knusprig sein. Ich glaube nicht. So, zurück in der Hitze. Es ist der Wahnsinn, ob die Idee so gut war, jetzt sich den Bauch vollzuschlagen hier. Ja. Wer die Idee gehabt? Ich? Ja, ob die so gut war, weiß ich auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gut satt geworden. Jetzt geht's ab in Richtung Hotel. Das ist der Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber unser Auto ist auch noch schwarz, steht in der Sonne und die ganze Zeit knallt die Sonne drauf. Und, ist alles und deine komischen Twinkies da. Was damit? Die können auch aufschmelzen, oder? Quatsch. Ja. Das ist keine Schokolade, Mann. So, los geht's mit der Roomtour. Zuerst werde ich die Koffer, die hinter mir stehen, reinbringen. So, Koffer Nummer 1. Jetzt noch mein Koffer. So, und dann geht's los mit der Roomtour. Oh, das ist schon mal gut. Ich sehe was, das zeige ich euch dann, wenn wir da sind. Ja, eine fette Badewanne, die auch eine Dusche ist. Toilette und wie soll man sich denn hier die Zähne putzen, wenn man hier morgens dann steht? Wieso stehen? Man kann doch dann sitzen. Ja. Das spart Zeit. Multitasking, kannst du zwei Sachen gleichzeitig machen. So, weiter geht's. Ein Ventilator. Dann ein Spiegel. Hier ein Kühlschrank, das erste Bett, dort ist die Klimaanlage, ganz wichtig. Und ein Blick danach nach oben geworfen, auch sehr wichtig, damit das alles kühl hier bleibt, weil es ist hier wirklich 41 Grad Celsius, soweit ich weiß. Ja, dann haben wir noch eine Mikrowelle, einen Fernseher, einen Schreibtisch. Oh, Entschuldigung, und das dürfte es dann gewesen sein. So, und nun sind wir angekommen. Nicht nur in der Hitze, sondern im Hotel eingecheckt. Ja, das Hotel ist gleich hier vorne. Hier ist die Parkgarage und dieser, wie heißt das nochmal? Riverwalk, der soll hier ganz in der Nähe sein. Das Ganze schön bei über 40 Grad. Johnny, also wo lang? Da lang. Das ist wirklich ein sehr kurzer Weg gewesen, nicht mal 2 Minuten hat es gedauert. So sind wir hier an diesem Riverwalk. Bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Johnny meint ja vorhin so ähnlich wie die Schlachte. Nein, habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gelesen, das Schlachte-Feeling ist dann hier so nah wie möglich. Ja, genau. Und Wasser essen. Ja. Und ja, mal gucken. So, gehen wir da Rücke durch, ist ein bisschen dunkel. So.
abgesehen von dem ganzen Müll, den die Amis hier ins Wasser schmeißen, ist es eigentlich ganz schön hier. Also es ist sehr, sehr schön angerichtet. Also hier war eben eine Flasche, ich zeig sie mal. Und das nennt John verdreckt. Ich finde es hier im Gegenteil sehr sauber und sehr schön. Ja, da bin ich ja froh, dass ich noch nicht in Venedig gewesen bin, denn das Geld kann ich mir sparen. Das ist ja so, wie ich mir Venedig ungefähr vorstelle, oder? Las Vegas. Bei unserem ersten Roadtrip haben wir doch schon Venedig kennengelernt. Ja, stimmt auch wieder. Also muss man nicht hin. Hier ist besser. Doch, ich glaube, also das ist jetzt seine Aussage, aber ich glaube, also ich muss jetzt nicht unbedingt nach Venedig, aber ich finde Venedig schon ganz schön von dem, was man so im Internet sieht. Und wenn ich jetzt, ich muss da jetzt wie gesagt nicht unbedingt hin, aber schön wäre es auf jeden Fall. So, unser Schlachtefeeling in Texas beginnt. Genau, mit kühlen Getränken. Erstmal Wasser voraus, kostenlos. Und? Und? Wollte ich doch gerade sagen, das habe ich sogar gesagt vor dir. Und Getränke kommen gleich. Ich habe schon was zu essen bekommen, hier so einen kleinen. Ist ja auch kostenlos eigentlich. Ist auch kostenlos. Dann haben wir noch einen Appetizer bestellt, wo wir gerade einen dicken Burger gegessen haben. Aber jetzt ist auch egal. Ich habe mir auch noch ein Bier aus Texas bestellt. Jetzt muss ich nicht mehr Auto fahren. Wir sind noch nie in diesem Urlaub so früh am Hotel gewesen. Wir können erstmal jetzt hier ein bisschen sitzen bleiben. Und dann gehen wir nachher hier nochmal weiter gucken, was dieser Riverwalk noch so zu bieten hat. Aber erstmal genießen wir jetzt hier die Zeit. Also am Wasser. Oh, haben wir schon Freunde gefunden. Drei Stück. Vier. Fünf. Ja. Essen ist jetzt da. Ich habe eigentlich gar nicht so großen Hunger. Aber wir wollen ja etwas länger sitzen und genießen. Und dann haben wir nebenbei so einen Snack was geholt. Nachos waren da schon mit inbegriffen. Aber jetzt haben wir auch Guacamole. Das Wetter hat ja einen Vorteil, das Essen wird schon mal nicht kalt, auch wenn man es länger stehen lässt und genießt. Ja, höchstens wird es wärmer. Ja, draußen ist es heiß. Jetzt sind wir endlich bei uns im klimatisierten Zuhause, im Motel hier. Also, wenn wir wollen, dann hätten wir hier drei verschiedene Arten von Klimaanlagen an. Wir haben jetzt nur zwei an, und zwar die Klimaanlage normal, dann oben dieser Propeller, der sich dreht, und dann hätten wir noch einen Ventilator anmachen können. Aber zwei Sachen reichen, wir wollen uns ja nicht erkälten. Ja, San Antonio ist eine wirklich super schöne Stadt. Sind wir eben noch ein bisschen rumgelaufen. Herrlich, aber in der Hitze ist da nicht viel zu machen. Jetzt haben wir uns mal überlegt, wohin die Reise denn noch gehen soll. Und wir dachten, dass wir den südlichsten Punkt, den westlichsten Punkt dieser Reise bereits erreicht haben. Wenn man das mal so angucken kann. Wir sind jetzt, wo ist das San Antonio? Hier. Da. Hier haben wir gestartet. Das ist krass. Hier haben wir gestartet und ja, da sind wir jetzt. Genau. Und wir wollen jetzt noch nach Roswell. Was ist in Roswell? Ja, dort soll angeblich ein UFO abgestürzt sein. Naja, ob man es glaubt oder nicht. Ich enthalte mich da mal. Selbst wenn das Coole, was wir uns eher angucken wollen, ist ja, was
dort passiert ist, dann na, nachdem diese Gerüchte herumgingen. Und zwar, die ganze Stadt ist jetzt eine komplette Alien-Stadt, also alle haben da so ein Alien- und UFO-Zeug und voll abgespaced, und das gucken wir uns dann mal an. Ja, wie gesagt, wir dachten, wir hätten den westlichsten Punkt erreicht der Reise, hier, und dieses Roswell ist ungefähr hier so, im Staat New Mexico. Ja, ich glaube so noch hier ein bisschen. Ja, ne? Irgendwie so in dem Dreh. Aber wir haben noch genug Zeit. Wir haben jetzt erst 4 Tage Roadtrip hinter uns. Schaffen wir also dicke, auch dann wieder zurückzukommen. Und ich würde sagen, damit es nicht zu lang wird, beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Der Tag war heiß und anstrengend. Jetzt brauche ich erstmal Pause. Und ein Getränk.